so einzigartig wie der Themenbereich, so einzigartig muss auch die Musik sein. Ja, wir haben dann mit den Großprojekten Chiapas und Klugheim angefangen, unsere eigene Musik zu produzieren, die wirklich als Unikat auch zum Themenbereich passt. Und gerade Berlin als zentraler Mittelpunkt des Parks, haben wir dann gesagt, Berlin ist es doch jetzt wert, mal eine eigene Musik zu bekommen, um die Größe und die Schönheit von Berlin noch ein bisschen auszudrücken. Weil Berlin ist sehr, sehr vielfältig. Wir haben Kinderfahrgeschäfte, wir haben den Wellenflug, wir haben Maus und Schokolade, Tartuffe, wir haben Gastronomie auf dem Kaiserplatz. Und da muss man halt immer gucken, einen guten Mittelweg zu finden zwischen allem. Und so ist Berlin da nochmal eine ganz große Herausforderung gewesen, weil einfach kein gezielter Stil vorgegeben ist. Man muss also wirklich gucken, wie mache ich geschickt eine Mischung aus allen Bereichen. Dann fängt IMASCO an und macht mir eine ein- bis zweiminütige Demo, die wir uns dann hier erstmal auch mit der Geschäftsleitung zusammen anhören und gucken, ist das der gewünschte Stil? Auf so einem Niveau zu arbeiten, ist schon außergewöhnlich. Man hat nicht oft die Möglichkeit, so detaillierte Musik zu schreiben, das Orchester wirklich alle zwei, drei Minuten neu zu erfinden. Und das ist schon etwas sehr Außergewöhnliches. Und wir komponieren im Grunde, so wie klassische Komponisten es auch getan haben, nur eben nicht mit einem Notenblatt und einer Feder, sondern eben digital. Das bedeutet, wir setzen digitale Noten. Jedes Instrument oder jeder Schlag einer Percussion wurde per Hand gesetzt. Für IMASCOR bedeutet die Zusammenarbeit mit dem Phantasialand immer eine positive Herausforderung. Wir werden immer wirklich ans Limit getrieben, beziehungsweise noch mal einen Schritt darüber hinaus. Und das tut das Phantasialand selbst ja auch mit seinen neuen Themenwelten und den Attraktionen. Und diesen Maßstab möchten wir natürlich auch musikalisch mittragen. Die Projekte des Phantasialands sind immer ein Maßstab. Wir haben, wie es jetzt gerade im Hintergrund läuft, sehr etwas ruhigere Themen, wo der Gast sich wohlfühlen kann, wo er sein Eis beischlemmen kann im Eiscafé drüben oder noch ein Getränk sich nehmen kann. Dann kommt aber wieder das Epische, was die Größe und die wunderschöne Pracht unserer Fassaden ausdrückt. So flexibel wie der Kaiserplatz ist in seiner Funktionsweise, so flexibel macht doch die Musik da alles mit. Damit sind wir unverwechselbar und eigen, wie alles hier im Phantasialand. Das passt zu Berlin und zu sonst gar nichts anderem.